Vor einigen Tagen wurde in Zeitz, genauer gesagt am Neumarkt 1, Richtfest gefeiert. Das Gebäude, das aus dem späten 18. Jahrhundert stammt, hat eine lange Geschichte hinter sich. 1939 beherbergte es unter anderem die Backstube von Franz Bayer. Es überlebte die Kriegswirren, doch gegen den Zahn der Zeit konnte es sich nicht wehren. Es verfiel zusehends. Der damalige Investor sah sich nicht in der Lage, die beiden zusammengehörenden Gebäude zu erhalten. 2012 waren beide in einem sehr schlechten Zustand. Dennoch kaufte die Wohnungsbaugesellschaft Zeitz ein Jahr später die Häuser, um den Verfall zu stoppen. Das Eckgrundstück mit der Hausnummer 1 bildet den Platzabschluss des Neumarktes nach Südwesten hin. Somit sollte es aus städtebaulichen sowie kulturhistorischen Gründen saniert werden. Und wir als Wohnungsbaugesellschaft uns seit vielen Jahren hier am Neumarkt engagieren. Und wie vorhin schon gesagt, haben wir dann 2013 das beide Gebäude erworben. Die Luthergasse 6 war teilzusammengebrochen schon und von der ganzen Struktur waren alles 7er Fachwerk, Außenwände in einem Zustand, dass man das nicht wieder sanieren konnte. Deswegen haben wir hier eine Mauer gebaut, um den alten Straßenzug nachzuvollziehen, haben das auch in Sandstein getan, um das bisschen, dem ein bisschen einen Altstadtcharakter zu geben und haben versucht, so viel wie möglich Teile von diesem Haus Neumarkt 1 zu erhalten. Es entstand eine Symbiose zwischen alter und neuer Bausubstanz. Die Fassade blieb so weit wie möglich erhalten. Den Dachstuhl hingegen konnte man leider nicht retten. Er wurde komplett neu errichtet, wobei man sich an die alte Form hielt und ihn so nachbaute. Das ist auch eine Herausforderung, ja, sowohl ans Bauen als auch ans Wohnen dann. Denn wir leben zum Beispiel hier, wenn Sie sich hier umgucken, mit diesen alten Fenstersituationen. Aber ich denke, das kann man so gestalten, dass das sogar sehr individuelles Wohnen ermöglicht. Der Neumarkt in Zeitz hat sein Gesicht in den letzten Jahren verändert. Der Platz wurde angenehm gestaltet und ist jetzt auch als Parkplatz nutzbar. Das Gebäude Neumarkt 1 ist als Einzeldenkmal unter Schutz gestellt. Im amtlichen Denkmalverzeichnis heißt es hierzu, das Wohnhaus ist ein markantes Eckhaus zum Michaeliskirchhof hin. Es ist ein zweigeschossiger verputzter Bruchsteinbau mit hohem Walmdach und klassizistischer Fassadengestaltung. Es besitzt eine Freitreppe, eine klassizistische Haustür sowie Dachhäuschen mit Sprengwerk. Das Haus stammt aus dem 19. Jahrhundert, im Kern vermutlich noch älter. Solche historischen Gebäude zu erhalten ist meistens kostenintensiver als ein Neubau. Dennoch ist es lohnenswert, denn sie zeichnen Städte wie Zeitz aus. Sie prägten die Geschichte, das Gesicht der Stadt und stellen ein Zeugnis der Vergangenheit dar. Es ist in ganz erheblichen Teil teurer als ein Neubau. Aber der Denkmalschutz sagt halt, solche Gebäude gerade von dieser Wertigkeit und an solchen exponierten Stellen wie hier an dieser Ecke am Neumarkt sind zu erhalten oder so viel wie möglich davon zu erhalten. Kostenmäßig haben Sie natürlich recht, ist das eine große Belastung gewesen, aber wir haben hier Unterstützung durch Städtebaufördermittel im Rahmen der DSK Stadt- und Ortsteilzentrenförderung bekommen und so war es möglich, die Sache anzugehen. Grundsätzlich soll das Areal Neumarkt 1 und Luthergasse 6 als Außenanlage einer neuen Nutzung zugeführt werden. Also wir haben vor, zum Jahresende das Haus fertigzustellen, um dann ab Januar auch hier Vermietung durchzuführen. Dazu gehört natürlich auch der Hofbereich. Da kommen noch ein bisschen Grün hin und ein paar Stellplätze für die Mieter. Nach dem Abschluss beherbergt das Eckgebäude 4 Wohnungen und mehrere Gewerberäume.